anders zu tun, als wir zusammensitzen. Die Idee hatten wir schon lange, aber es gab diverse Hindernisse. Dann haben wir 2019 im Januar so richtig gestartet mit Exposé und mit Neutoren. Und dann kam Corona. Corona hat uns eigentlich nicht so viel gestört. Das große Problem ist, dass hier im Kirchenarchiv wir überbeschäftigt sind mit dem Ausstellen von Bestätigungen über die Deportation. Das müsst ihr machen. Und das füllt uns aus zu 90% mindestens, sodass dann für die Arbeit an dem Buch kaum noch Zeit geblieben ist. Aber zuletzt war es dann doch 2021 im Dezember in unseren Händen, das fertige Buch. Und da sind wir mächtig stolz und zufrieden und freuen uns, dass wir das jetzt auch präsentieren können. Zwar nicht in einem Vortrag hier im Haus, denn in Halberstadt ist die Inzidenz riesig jetzt mit den Ansteckungen. Ja, 13 ist die Zahl. Und deshalb machen wir diese Buchvorstellung nur online. Was aber den Vorteil hat, dass auch die Autorinnen und Autoren, die in Deutschland wohnen, gleichberechtigt mitmachen können. Und das kann man dann online alles sehen. Ja, das ist öffentlich zugänglich per Zoom. Die Zugangsdaten sind auf unserer Webseite zu finden. Es wird auch in der Zeitung stehen. Ja. Das also ist öffentlich. Jeder kann sich hineinklinken und mehr über beides erfahren. Ja, das ist es. Das wollten wir jetzt publik machen, dass die Leute dann wissen, worum es geht. Hoffentlich habt ihr viele Zuhörer und so wird es sein. Danke für das interessante Gespräch. Und damit geht die deutsche Sendung von Radio Rumänien International zu Ende. Die wichtigsten Neuigkeiten aus Rumäniens Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft finden Sie auf unserer Internetseite www.rre.ro. Wir freuen uns auch immer über Ihre Empfangsberichte, Fragen und Anregungen. Am schnellsten erreichen Sie uns per E-Mail an germ@rre.ro. Mein Name ist Irina Damescu. Ich sage auf Wiederhören aus Bukarest. Bis zum nächsten Mal. Das Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir senden täglich in deutscher Sprache auf der Kurzwelle. Unsere Morgensendung ist um 7 Uhr UTC zu empfangen auf den Frequenzen 6175 kHz digital im 49 Meter Band und 7345 kHz analog im 41 Meter Band. Nachmittags senden wir ab 15 Uhr UTC auf den analogen Frequenzen 6040 kHz im 49 Meter Band sowie 7330 kHz im 41 Meter Band. Unsere letzte Sendung gibt es um 19 Uhr UTC auf den Frequenzen analog 6180 kHz im 49 Meter Band und digital 7235 kHz im 41 Meter Band. Digital sind wir auch über Links auf unserer Internetseite www.rri.ro sowie auf üblichen Audio-Streaming-Plattformen zu hören. Unsere Sendungen empfangen Sie des Weiteren über den Satelliten Eutelsat 16A, 16 Grad Ost, senkrechte Polarisierung auf der Frequenz 11.512 MHz, Symbolrate 29.950, Standard DVB-S2, Modulation 8 PSK, Audio PID 510. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.